So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein Kundenfahrzeug, Ford Transit 4x4 mit Hecksperre, also auch ein gut geländegängiges Fahrzeug. An dem Fahrzeug waren aber schon so viele Gewerke dran, die alle irgendwo versucht haben, ich sag mal, ihr Bestes zu geben und sind irgendwie gescheitert, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Hier muss alles neu gemacht werden. Das ganze Filz muss neu gemacht werden, hier sind überall Falten drin, das ist alles nicht so wirklich schön. Die Heckleiter kommt ab, hier hat irgendwie, das sieht aus, die haben irgendwelche Bleche einfach reingesetzt und nochmal und 700 Mal verschraubt. Das montieren wir jetzt alles ab, denn wir haben, ja, kann passieren, der Kunde ist mit der Heckleiter gegen den Baum gefahren und hat, sage ich mal, hier unten den Träger in die Tür reingedrückt. Das wird alles rausgezogen, dann kommt eine neue Leiter dran. Auf der Beifahrerseite ist unten der Schweller noch eingedrückt, der wird jetzt gerichtet. Dann kommt, beziehungsweise dann bekommt das Auto ringsrum die ganzen Kunststoffteile mit Protektor beschichtet. Es kommt ein neuer Dachträger drauf, es wird ein Maxvan verbaut, es wird eine Filz-In-Verkleidung neu, sage ich mal, hergestellt. Das alte kommt alles runter und wir werden, wie bei uns im Fahrzeug, aus Akustikpanelen eine schöne Decke reinzimmern, denn das Auto ist innen drin noch, ja, ich sag mal, so gut wie leer. Hier ist nichts drin außer Dämmung. Ja, das sieht alles noch wüst aus, aber das werden wir jetzt in den nächsten Wochen richten, hübsch machen. Genau, und dazu müssen wir aber erstmal alles demontieren. Der Dachträger kommt runter, der ist aus Stahl zusammengeschweißt, ist einfach viel zu schwer. Da kommt wieder aus Alu ein ordentlicher Dachträger drauf. Ja, dann kommt der Lüfter hier hinten raus, dafür kommt ein Maxvan rein, habe ich schon gesagt. Dann wird noch ein bisschen Elektronik gemacht. Ja, aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal darum, denn ich muss die Heckleiter abmontieren, damit das Auto dann zum Karosseriebauer gehen kann. So, der Ford ist wieder zurück vom Klempner. Wir haben einen neuen Schweller und eine reparierte Hecktür. Genau, habe es von den Dachträger runtergenommen mit einer sehr wilden Aktion. Wir haben das über unsere Seilwinde vom Sprinter oben über eine Umlenkrolle befestigt und haben den Träger somit hochgehoben, Auto weggefahren, Träger abgelassen. Denn das Ding ist einfach brutal schwer. Also das Ding, der Dachträger wiegt mindestens 60 Kilo wahrscheinlich. Ja, jetzt werde ich das ganze Auto auseinandernehmen untenrum, die ganzen Kunststoffteile alles abbauen. Dann muss die Folie ab. Dann muss alles geputzt werden, so dass das Ganze soweit vorbereitet ist, dass wir das Ganze dann mit einer Protektorbeschichtung beschichten können. Und dann werde ich mal sehen, vielleicht fange ich dann noch an, das Dachfenster einzubauen, sprich den Maxvan. Mal schauen. Das scheint hier etwas schwieriger auszusehen. Ich glaube, das geht jetzt nicht so einfach ab wie beim Sprinter und Kräfter, oder? Das ist ja auch kein Sprinter. Ist ja auch irgendwie ein... Vor die Ford. So ihr Lieben, letzter Stand war... wir haben die Folie untenrum am Ford abgezogen, damit wir das dann lackieren können. Das kommt allerdings erst später. Ich habe jetzt die letzten Tage hier drinnen alles gefilzt. Ich habe ein Maxvan eingebaut, da war vorher so ein gammeliger Dachlüfter drin, den haben wir rausgerissen. Haben den Dachträger runtergebaut, denn da kommt auch ein neuer drauf. Und jetzt werden wir aber erstmal den Innenraum fertig machen, denn hier kommt eine Akustikpaneldecke rein. Und ja, wie wir das Ganze machen und bauen, das zeigen wir euch jetzt nochmal speziell.
Wochenende ist vorbei. Wir gehen in die letzte Runde mit dem Ford Transit. Der Maxvan ist eingebaut, innen drin ist zu 95% alles fertig. Wir haben alles wieder zusammengesetzt. Die Hecktüren fehlen noch, die müssen wir noch filzen. Wir werden aber jetzt erstmal einen Dachträger hier drauf bauen. Dafür verwenden wir natürlich wieder die altbekannten Delta Van Dachträgerfüße, die es wirklich für jedes Fahrzeug in jedem beliebigen Winkel und Maß und whatever gibt. Weil es der ein oder andere fragt, das ist nur Dekasil. Das lassen wir jetzt ein bisschen antrocknen und morgen werden wir dann das schön wegrollen, damit das einen sauberen Übergang, eine saubere Dichtung ergibt. Genau. Und ja, wir werden jetzt hier mal einen Dachträger draufzimmern, wie immer mit 30x30er Aluprofilen. Hier kommt auch nichts weiter aufs Dach drauf. Das ist nur so, ja, vorne kommt wieder zwei Zusatzscheinwerfer dran. Vielleicht kommt hier irgendwann dann mal Solar drauf oder eine Kiste oder whatever. Genau. Und falls jemand von euch natürlich auch gerade am Campervan bauen ist oder einen Dachträger nachrüsten möchte, kann ich euch nur die Delta-Van-Füße wärmstens empfehlen. Unseren Rabattcode hauen wir euch unten mit in die Videobeschreibung, also schaut da gerne mal vorbei und spart euch 5%. So, ihr lieben Leute, wir haben mal wieder hoffentlich einen Kunden glücklich gemacht. Wir sind fertig mit dem ganzen Ford Transit Projekt. Es war am Ende doch ein bisschen mehr geworden, wie am Anfang mit dem Kunden vereinbart und besprochen. Aber ich denke, er ist zufrieden, ich bin zufrieden. Entschuldigung. Genau, ich würde sagen, wir fangen mal kurz außen an, was wir gemacht haben und gehen dann nach drin. Also, als das Auto zu uns kam, hatte der Kunde leider Gottes hier unten sich den Schweller zerfahren. Wir haben den ganzen Schweller repariert, das alles wieder in Stand gesetzt und haben das ganze Auto untenrum einmal bis zu dieser Kante mit, naja, der eine oder andere kennt es von euch, dem MIPA Protector, beschichtet. In dem Sinne sind die Schweller und die Kunststoffteile, sieht alles wieder ein bisschen fresher aus und ist natürlich auch geschützt. Und ja, so haben wir einmal ja, das ganze Auto untenrum lackiert. Dann haben wir hinten, war leider Gottes auch eine alte Leiter dran, die war ziemlich verrostet. Da war erst die Überlegung, die einfach sandstrahlen zu lassen und neu zu pulvern, aber das ja, Kosten-Nutzen-Faktor ist halt einfach null. Also es wäre einfach teurer gewesen wie eine neue Leiter. Deswegen haben wir eine neue Heckleiter montiert und ja, auch schwarz Pulver beschichtet, aber halt einfach neu. Und dann haben wir unser neuestes Produkt, einen Reserveradhalter, verbaut für den Ford Transit. Also, wenn einer von euch einen Ford Transit hat und möchte einen Reserveradhalter, dann gibt es den ab sofort bei mir. Ja, der Ford hatte vorher einen ultraschweren, massiven Dachträger obendrauf. Das Teil war so schwer, dass wir den mit unserer Seilwinde vom Sprinter über eine Umlenkrolle oben runterziehen mussten, weil das Ding hatte locker 60 Kilo, also völlig krank. Das war Wahnsinn. Den haben wir runtergeschmissen und haben den ersetzt gegen einen ultraleichten Aluminium-Dachträger mit den Dachträgerfüßen von Delta Van. Dazu haben wir euch unten unseren Rabattcode rein, falls einer einen Dachträger bauen will und braucht Füße. Genau, gebaut ist das Ganze, wie es bei mir üblich ist, bis jetzt noch aus 30x30er schwarzen Aluprofilen. Zu dem Thema Dachträger wird dann in Zukunft ab, denke ich mal, Anfang nächstes Jahr auch ein bisschen mehr kommen. Aber mehr verraten wir nicht. Dann hat er eine 180 Grad Markise von Hundtools bekommen. Das ist die gleiche Markise, wie sie bei uns am Auto ist. Vielleicht kennt ihr da ein oder andere. Ich werde sie jetzt nicht auspacken und zeigen. Gibt es ein separates Video. Können wir euch unten drin da auch verlinken, wo wir die mal aufgeklappt haben. Genau. So, dann haben wir äußerlich ja eigentlich nichts weiter gemacht. Der hat vorne oben wieder seine Lampen, seine ja, Fernscheinwerfer bekommen, Arbeitsscheinwerfer, die vorher auch dran waren, aber jetzt nach unten montiert, denn der Kunde hatte den Wunsch geäußert, er wollte den Dachträger oben drauf komplett durchlaufend haben, dass wenn er mal irgendwas transportiert, irgendwie Balken, Dachlatten, was auch immer, dass er die komplett durchladen kann und nicht, dass die Lampen oben drauf sitzen und in dem Sinne dann vorne zur Front hinaus stürmen. Also haben wir das so umgebaut. Ja, jetzt gehen wir mal ins Innere. Wir gehen jetzt mal in den Innenraum, denn da hat sich auch einiges getan. Ich weiß nicht, haben wir noch die Videos von, wie es vorher aussah? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall hat der Kunde hier einen modularen Ausbau drin, denn ja, es ist mehr ein Campingfahrzeug, aber falls man mal irgendwie was transportieren müsste, kann man die ganzen Module relativ simpel rausnehmen.
Dann haben wir so einen geilen Haltegriff für die alten Leute. Genau. Also für mich. Dann haben wir gleich am Eingang haben wir hier oben in die Decke den Lichtschalter gesetzt für die neue Deckenbeleuchtung. Tada! Wir haben das ganze Auto ausgestattet mit einer Akustikpaneldecke. Wirkt einfach, wenn man von hinten in das Auto reinguckt oder generell, einfach bedeutend größer. Es macht den Raum einfach länger, es macht den Raum größer und sieht einfach viel, viel hochwertiger aus wie jetzt, keine Ahnung, eine Decke aus Nut- und Federbrettern, die nach einem halben Jahr nur noch halb so groß sind, weil sie im Auto zusammengeschrumpft sind und alles klappert und klimpert. Ja, genau. Dann haben wir den ganzen Innenraum alles neu gefilzt. Wir haben die ganzen Seitenwände neu gefilzt, die Hecktüren neu gefilzt. Wir haben einfach alles neu gefilzt. Genau. Dann habe ich hier oben jetzt noch ein Ablagefach reingebaut. Das hatten die noch geäußert, dass wenn sie hier oben ihre Handys anstecken, einfach alles Mögliche, was lädt, hier oben ablegen können. Das haben wir natürlich passend in schwarz dazu gefilzt. Zwei 230 Volt Steckdosen hier oben reingebaut. Genau, dann haben wir hier die Fernbedienung von Maxvan. Drücken wir jetzt mal auf an. Den haben wir nämlich auch nachgerüstet und dann sieht man oder hört man beziehungsweise, dass hier hinten der Maxvan startet und loslegt. In dem Sinne kann man dann von überall, wo man im Auto sitzt, auch ja, ganz entspannt über die Fernbedienung das Ganze steuern. Man kann hier jetzt schön Vollgas geben, also gib Last. Ja, ansonsten drücken wir das Ding wieder aus, da fährt der gute Kumpel dort hinten runter. Und ja, was haben wir noch gemacht? Deckspalter, oder? Nö. Eine neue Decke, neues Filz, teilweise neue Dämmung und das Ganze einfach ein bisschen freundlicher, aufgepäppelt, moderner. Aufgehübscht, genau. Aufgehübscht. Genau. Ja, so viel dazu. Mehr gibt es eigentlich zu unserem Ford Transit Projekt nicht zu sagen, außer dass wir jetzt fertig sind, das Auto jetzt rausfahren aus der Halle. Der Kunde kommt morgen, übermorgen, holt sein Fahrzeug ab und dann starten wir ein neues Projekt. Und da nehmen wir euch natürlich wieder mit, denn die Halle ist voll mit Arbeit und wir haben noch so 1, 2, 3 coole Projekte in der Pipeline, die eventuell vor Weihnachten noch kommen. Also seid da mal gespannt, bleibt dran. In dem Sinne beende ich auch das Video jetzt. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Und ja, in dem Sinne, bis nächste Woche. Tüdelü.